Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Ich möchte das Webinar zum Thema Mobile Learning mit dem Spruch von Erich Kästner beginnen. Und zwar, der Mensch soll lernen, nur die Ochsen büffeln. Ich fand den Spruch sehr passend eben zu dem Thema Mobile Learning gewählt, weil gerade das insbesondere im mobilen Lernen zutrifft. Kurz zur Roadmap der Session, über was wir heute sprechen werden. Wir schauen uns zunächst an, was heißt Mobile Learning? Ist das wirklich nur ein Trend? Gehen dann über zu den Zielgruppen von Mobile Learning in Unternehmen. Schauen kurz auf den Einsatz von Mobile Learning und zum Schluss auch auf die Herausforderungen und den Ausblick. Zu Anfang hier eine kurze Definition, was Mobile Learning bedeuten könnte. Ich lese es nicht vor, sondern lasse es einfach mal so im Raum stehen. Besonders gut und treffend finde ich den zweiten Teil, in dem dargestellt wird, dass mobiles Lernen auch einen gewissen Vorteil bringen sollte für die Lerner, die eben Lernen über mobile Anwendungen nutzen. Mobile Learning ist ein Trendthema, jeder spricht darüber, es ist sozusagen in aller Munde und auch in verschiedenen Trendstudien, so zum Beispiel in der Learning Delphi vom MMB-Institut, wurde letztes Jahr eine Studie veröffentlicht, in der Mobile Learning als der wichtigste Trend für die Zukunft dargestellt wurde. Aber die Frage stellt sich natürlich, wie praktikabel ist Mobile Learning und ist das wirklich nur ein Trend? Und es stellt sich die Frage, ob dieser Trend auch wirklich umsetzbar für Unternehmen ist. Jetzt habe ich gerade zu Anfang, wenn ich mir diese Frage anschaue, auch direkt an Sie eine konkrete Frage. Und zwar, setzen Sie aktuell Mobile Learning im Unternehmen ein? Mein Kollege Herr Notheis wird kurz Ihnen eine passende Umfrage dazu einblenden und ich möchte Sie kurz bitten, darauf zu antworten. Und dann schauen wir gleich im Anschluss auf die Umfrageergebnisse. Ich denke mal, die deutliche Mehrheit mit 64% Nein, 25% Ja und 11% weiß nicht, kann ich nicht sagen. Gut, das Ergebnis spricht auch so ein bisschen dazu, was unsere aktuellen Erfahrungen sind. Wie gesagt, jeder spricht darüber, aber ein Großteil der Unternehmen sind aktuell noch vorsichtig und haben keine mobilen Szenarien, sind dabei, mobile Szenarien erst einzuführen. Kommen wir dann direkt zu einem wichtigen Thema, gerade im Zusammenhang mit der Einführung von Mobile Learning. Und zwar ist es dann wichtig, gerade vor Einführung mal die Zielgruppen im Unternehmen sich anzuschauen und zu überlegen, wer ist denn eigentlich oder wer sind die Personen, die Mobile Learning nutzen oder wer hat Interesse, dass Mobile Learning eingeführt wird. Da gibt es beispielsweise auf der einen Seite die Benutzer. Das können gerade zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Thema Lernen die Mitarbeiter sein und im Speziellen natürlich die Nutzer von mobilen Endgeräten. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch noch diejenigen, die das Mobile Learning anbieten. Das heißt also sozusagen die Betreiber von mobilen Anwendungen oder mobilen Inhalten. Da gibt es auf der einen Seite natürlich die Personalentwicklung, aber auf der anderen natürlich auch Verantwortliche in der IT, die jeweils auch bestimmte Ansprüche oder Ziele in Bezug auf mobiles Lernen im Unternehmen haben können. Um Ihnen einen Eindruck zu vermitteln, in welchen Szenarien der Einsatz von mobilen Medien Sinn machen könnte, sind hier so ein paar Ansprüche oder Ziele dargestellt, die zum Beispiel die Benutzer dazu bewegen könnten, mobile Anwendungen zu nutzen. Beispiel Benutzer, die häufig geschäftlich unterwegs sind oder
Benutzer, die einen mobilen Zugriff auf Inhalte haben wollen, die wichtig für die tägliche Arbeit sind. Und da natürlich im Speziellen Benutzer, die häufig unterwegs sind. Dann gibt es natürlich auch Benutzer, die vielleicht zwischendurch lernen möchten, um zum Beispiel Wartezeiten zu überbrücken und dann eben ein mobiles Gerät gut nutzen können zum Lernen. Oder auch diejenigen, die wirklich dann lernen wollen, wenn sie das Wissen benötigen, und zwar in ihrem täglichen Arbeitsleben. Die Ziele von den Betreibern können unter Umständen ein wenig anders ausschauen. Beispielsweise ein mögliches Ziel für die Personalentwicklung wäre, dass sie will, dass mobile Mitarbeiter auch arbeitsfähig bleiben. Da gibt es ein Beispiel für Unternehmen, die beispielsweise Vertriebsmitarbeiter haben, die häufig unterwegs sind und ständig geschult werden müssen in Bezug auf Produkte. Oder es gibt Mitarbeiter, die viel unterwegs sind und zum Beispiel zu Compliance-Themen immer wieder in regelmäßigen Abständen geschult werden müssen. Und gerade in dem Zusammenhang ist es natürlich wichtig, dass die Personalentwicklung eben diese Arbeitsfähigkeit gewährleistet. Wenn wir auf die IT schauen, kann es sein, dass das ein bisschen anders ausschaut, weil die möglicherweise eher den Punkt im Kopf hat, dass eben mobile Szenarien gut zur IT-Strategie des Unternehmens passen. Das heißt, dass sich die Anwendung, dass sich die mobilen Endgeräte gut in die Infrastruktur einpassen, dass Datensicherheit gewährleistet wird und weitere Themen. Jetzt habe ich gleich zum Anschluss eine weitere Frage für Sie vorbereitet. Und zwar würde ich jetzt gerne von Ihnen wissen, Sie haben ja gerade ein bisschen was über Zielgruppen erfahren. Denken Sie, dass mobile Endgeräte geeignete Medien zum Lernen sind und gerade speziell im Hinblick auf die Nutzerzielgruppen in Ihrem Unternehmen? Daher übergebe ich jetzt gleich wieder an meinen Kollegen, den Herrn Notheis, der wieder eine Umfrage starten wird. Die Frage, denken Sie, dass mobile Endgeräte geeignete Medien zum Lernen sind? Wieder mit der Mehrheit mit 56% ja, definitiv. 35% kommt drauf an. Nur 2% nein, auf keinen Fall. Und 7% kann ich nicht sagen. Aber ich denke mal, die Mehrheit mit 56% ja, definitiv. Okay, das ist natürlich ein sehr interessantes Ergebnis. Würde mich natürlich auch freuen, wenn das jetzt im Anschluss nochmal in der Diskussion vielleicht der ein oder andere kurz erläutern könnte, warum oder warum nicht Medien geeignet sein könnten im Lernen. Nun kommen wir wirklich konkret zum Einsatz von Mobile Learning. Und dabei schauen wir uns verschiedene Aspekte an. Zum einen ist das Thema Inhalt ein relevanter Punkt. Es können verschiedene Inhalte ja auf mobilen Endgeräten dargestellt werden. Die Frage ist, welche Inhalte sind denn besonders geeignet oder welche Inhalte sind denn gar nicht geeignet? Im Folgenden zeige ich Ihnen ein paar mögliche Beispiele, in denen der eine Inhalt mehr oder der andere weniger geeignet ist. Zum Beispiel sehen wir, dass der IT-Kurs 3,5 Stunden Lernzeit, möglicherweise eine Simulation, wahrscheinlich eher nicht geeignet ist, wohingegen ein interkulturelles Training mit kurzen medialen Lektionen eher geeignet ist oder Produktschulen mit Vertriebsmaterial, was auf aktuellem Stand ist. Fakt ist, dass es oft nicht unbedingt nur um den Inhalt geht, ob dieser Inhalt geeignet ist oder nicht. Also das Thema, also die Frage ist, ist jetzt wirklich Compliance geeigneter als Produktschulung und so weiter, sondern es geht auch mehr darum, wie ist der Inhalt für das iPad oder andere mobile Endgeräte eben aufbereitet. Und da gibt es verschiedene Punkte, die, sagen wir mal, zu bedenken sind und bei der Einführung zu berücksichtigen wären. Wichtig zum Nummer eins ist auf jeden Fall, dass man sich immer bewusst ist, dass E-Learning nicht gleich Mobile Learning heißt. Aber was bedeutet das konkret? Zum Beispiel Nummer eins muss das Mobile Learning wirklich mobile-fähig sein. Was heißt das?
Das heißt, der Inhalt muss abspielbar sein auf dem mobilen Endgerät. Das kann man auch relativ einfach testen, indem man beispielsweise über den Browser des mobilen Endgerätes einfach mal versucht, ein E-Learning zu starten und durchlaufen zu lassen und zu gucken, funktioniert alles so, wie ich das möchte, oder gibt es vielleicht hier und da Ausnahmen. Die Navigation muss möglicherweise auch eine andere sein. Das heißt, wenn ich zum Beispiel an das typische E-Learning denke, mit Mouse-Over-Effekten oder anderen Effekten, muss das nicht eins zu eins auch auf dem mobilen Endgerät abspielbar sein. Weiterhin ist es so, dass ich auf dem mobilen Endgerät zum Beispiel nicht mit der Maus navigiere, sondern wirklich touche und wirklich den Finger benutze und die Hände. Und gerade das kann eben auch bei der Navigation relevant sein zu beachten. Insbesondere für die Nutzergruppe, die viel unterwegs ist und auch Inhalte beispielsweise unterwegs lernen möchte, wenn Wartezeiten aufkommen, ist es wichtig, dass die Inhalte relativ kurz gehalten sind. In dem Fall gilt natürlich der Punkt Keep it short and simple. Und passend zum Mobile Device sollte der Inhalt natürlich auch unterhaltsam sein, denn gerade auch der Umgang mit den mobilen Endgeräten ist ja spielerisch und unterhaltsam. Ein weiterer Punkt zum Thema Einsatz von Mobile Learning ist das Thema Lernszenarien. In welchen Bereichen sollte man eher Mobile Learning einsetzen oder in welchen weniger? Da schauen wir zunächst mal auf den Überblick zur Strukturierung der neuen Lernformen. Wie kann Wissen angeeignet werden und welches Wissen ist überhaupt relevant? Da sieht man, dass zum Beispiel der Grundstock an Wissen, die Vorbereitung eben oft durch formelles Lernen, durch virtuelle Trainings oder Präsenztrainings übermittelt wird. Wohingegen zum Beispiel auch vor allem Grundlagenwissen und Handlungswissen gerade dann insbesondere durch informelles Lernen passiert, nämlich dann, wenn wirklich das Wissen benötigt wird. Mobile Learning kann in beiden Bereichen einsetzbar sein und kann sich sowohl das formelle Lernen, aber auch beim informellen Lernen denkbar eingesetzt werden. Beispiel zum Thema formelles Mobile Learning. Hier gibt es hier nochmal einen Blick auf den Nutzer, der sagt, ich will Zugriff auf mobile Inhalte, die wichtig für meine Arbeit sind. Kann man sich vorstellen, dass in diesem Fall über mobile Endgeräte Pflichttrainings bereitgestellt werden, zum Beispiel Compliance-Trainings, die in jedem Fall absolviert werden müssen, damit die Person weiter arbeitsfähig bleibt. Wichtig auch, dass die Trainings on- und offline bereitstehen, sodass die Person jederzeit lernen kann, um eben die Bearbeitungsfristen einhalten zu können. Und auch wichtig in dem Fall ist, dass eben ein Lernfortschritt gespeichert wird des Lerners, sodass man nachvollziehen kann, ob die Person wirklich das Training absolviert hat. Und in dem Fall ist natürlich eine Rückmeldung des Lernfortschritts an ein Learning Management System notwendig. Das heißt, es gibt sozusagen einen Austausch einmal zwischen der mobilen Anwendung und dem Inhalt und zwischen diesem Learning Management System. Weiterhin gibt es aber auch noch das Thema informelles Mobile Learning. Da wäre zum Beispiel der Anwendungsfall, ich will dann lernen, wenn ich das Wissen brauche. Das heißt, in dem Fall erfolgt das Lernen selbstgesteuert und wirklich nur dann, wenn das Lernen oder wenn der Inhalt wirklich gebraucht wird, sozusagen im Moment of Need. In dem Fall, ja, dass zum Beispiel die Bereitstellung kompakter medialer Lerneinheiten sinnvoll, zum Beispiel in Bezug auf Produktschulen oder interkulturelle Trainings. Und es muss auch für den Lerner eine Möglichkeit geben, auf eine Mediathek zuzugreifen, über die er eben diese Mobile Learnings zugreifen kann. Welche Möglichkeiten des Zugriffs gibt es denn eigentlich? Wir haben gerade im Moment schon darüber gesprochen, es soll einmal den Online-Zugriff geben, aber auch den Offline-Zugriff. Oft ist es so, wenn die Personen viel unterwegs sind und reisen, ist nicht immer gegeben, dass eine Internetverbindung besteht. Und deshalb ist es oft wichtig, dass der Lerner nicht nur dann lernt, wenn Internet da ist,
sondern dann auch die Möglichkeit hat, darauf zuzugreifen, wenn keine Internetverbindung besteht. Was gibt es da für Möglichkeiten? Gucken wir zuerst mal auf den Online-Zugriff. Natürlich hat er auf der einen Seite die Möglichkeit, informell jederzeit, wenn er das benötigt, bei Internetzugriff auf E-Learnings zuzugreifen und das eben über einen Browser zu starten. Er könnte auch auf ein Lernportal, in dem das M-Learning oder das Mobile Learning eingebettet ist, zugreifen, falls es denn eher in einem formellen Lernszenario benötigt wird. Auch hier wäre ein Aufruf über einen Browser denkbar. Der Online- und Offline-Zugriff hingegen kann beispielsweise durch eine personalisierte App gewährleistet werden. Das heißt beispielsweise gibt es hier die Möglichkeit, wenn man sich das informelle Szenario betrachtet, hat der Lerner eine persönliche App, über die er online zum Beispiel auf einen Katalog zugreifen kann, sich aber bei Bedarf die wichtigen Trainings herunterladen kann und diese dann unterwegs durchführt. Gleicher Fall auch für das Thema formelles Lernen. Auch hier besteht die Möglichkeit, on und offline auf relevante Trainings, für die Arbeit relevante Trainings zuzugreifen und sich darüber zu vergewissern, dass man alle benötigten Qualifikationen voll erfüllt oder gegebenenfalls weitere Trainings durchführen muss. So, jetzt ein kleiner Überblick über was ist möglich und worauf es zu achten. Vor dem Einführen von Mobile Learning in Unternehmen gibt es natürlich aber besondere Herausforderungen, die zu beachten sind. Und da gibt es ein paar grundlegende Fragen, die sich jeder stellen sollte, oder Fragen, zu denen man Antworten finden sollte, bevor man den Weg zum Mobile Learning geht. Und zwar ist es natürlich wichtig zu sehen, welche Zielgruppen habe ich im Unternehmen und welche benötigen davon einen mobilen Zugriff. Welche Inhalte möchte ich den Zielgruppen zur Verfügung stellen? Sind es wirklich beispielsweise Pflichttrainings auf der einen Seite oder sind es wirklich kleine Lerneinheiten, die im Alltag, im Arbeitsalltag unterstützen sollen? Sind die Inhalte mobilfähig, die ich anbieten möchte? Sollen gegebenenfalls die Lernstände messbar sein oder soll es da wirklich auch noch eine Verlinkung zu einem Learning Management System geben? Und natürlich zum Schluss auch nochmal mit Hinblick auf die Verantwortlichen in der IT. Gibt es denn eine Mobile-Device-Strategie? Gibt es irgendwelche mobilen Endgeräte, die besonders genutzt werden sollen? Ist es iPad oder ist es vielleicht doch eher ein Android-Phone? Oder was ist da genau zu beachten? Im Endeffekt ist es so, Mobile Learning und in Anbetracht aller der Informationen im Laufe der Präsentation bleibt Mobile Learning nicht nur ein Trend für Unternehmen, wenn es realistische Einsatzmöglichkeiten gibt. Das muss jeder individuell für sich entscheiden. Und dann gibt es natürlich die Vorteile, und zwar die Mobilität, Flexibilität und Unabhängigkeit für die Lerner, jederzeit dann zu lernen, wenn sie es wirklich brauchen, oder Lerner zu erreichen, die viel und häufig unterwegs sind.